Einen schönen guten Abend zusammen und vielen Dank nochmal an den Chor, der gerade verschwindet. Matthias, das habt ihr echt so schön gemacht. Das war echt ein Geschenk, euch zuzuhören. Danke dafür. Ja, zweiter Abend in Holzhausen. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin so frei, dich auch zu duzen. Mein Name ist Mirko und ich komme aus Breckerfeld. Ich glaube, das kennt vielleicht keiner hier. Das ist in Nordrhein-Westfalen und das ist ein ganz kleines Städtchen, keine 9000 Einwohner, ist aber eine Hansestadt. Und da wohne ich seit 2 Jahren mit meiner Familie, 2 Kinder, eine wunderbare Frau, die gerade das 3. Kind erwartet und mich aber heute hat gehen lassen, weil mir was auf dem Herzen liegt für dich heute Abend. Ich bin aber leider nicht aus dem Hinterland und ein Freund von mir, der hier in der Gegend wohnt, der hat mir gestern eine Sprachnachricht gemacht und sagte, das ist ja auch schon ein bisschen, ja nicht frech, hat er nicht gesagt, aber dass ich jetzt, der ich nicht aus dem Hinterland komme, über ein Thema spreche mit Gott im Hinterland, ist das nicht irgendwie eine Anmaßung? Ich weiß es nicht, wie du das empfunden hast, nachdem ich mich offenbart habe als Breckerfelder. Ich möchte aber einfach sagen, ich spreche nicht aus meiner eigenen Autorität heraus, sondern ich möchte so ein bisschen mit dem Blick von außen und zwar mit dem Blick hier rein und dann zu euch sprechen. Und letztendlich zählt nicht das, was ich sage, sondern es zählt das, was Gott sagt zu dem Thema mit Gott im Hinterland. Und genau, ich habe in dem Flyer so ein bisschen einen einleitenden Text formuliert, vielleicht hast du den gelesen, da steht, das Christentum in Deutschland ist auf Talfahrt. Und kann ich im Jahr 2004 noch glauben? Muss ich einer Kirche angehören? Wie kann ich Gott begegnen? Das sind so die Fragen, um die es heute gehen soll. Und da möchte ich dich einfach mit auf die Reise nehmen. Jetzt habe ich mich mal im Vorhinein informiert, auf wen treffe ich denn mit großer Wahrscheinlichkeit hier überhaupt? Und dann habe ich mal bei Wikipedia geguckt und ich habe festgestellt, viele der Einwohner im Dautphetal sind evangelisch. Ich weiß jetzt nicht, was auf dich zutrifft, aber mit großer Wahrscheinlichkeit haben die Leute hier einen evangelischen Kontext. Es gibt ein paar Katholiken, habe ich gelesen, so im, wo steht das, im Bereich von Marburg und in Amöneburg. Ich muss zugeben, ich kenne das nicht, aber es scheint es zu geben und da gibt es ein paar Katholiken. Also demnach könnte man ja eigentlich sagen, hier im Hinterland ist es eigentlich nicht das Christentum auf Talfahrt, oder? Das ist doch eine ganz gute Quote, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt zu sonstigen Teilen in Deutschland. Und ich möchte heute Abend so ein bisschen das hinterfragen, ob das schon zufriedenstellend ist. Und ich möchte dich hinterfragen, aber ich möchte das echt tun, weil ich dich lieb habe und weil es mir wichtig ist, dass du deinen Glauben auf ein Fundament setzt und nicht auf irgendein Gehirngespinst, den wir auch schon mal gerne erliegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel hier bist und du sagst, ich bin zwar anwesend und das Thema hat irgendwie so einen christlichen Anstrich, aber ich habe damit gar nichts am Hut. Ich bin nur eingeladen worden und mein Nachbar, der war so hartnäckig oder so freundlich, dass ich mitkommen musste, dann ist das auch super, dass du da bist. Auch für dich möchte ich heute was sagen, ja. Und ich starte mal mit einer kleinen Geschichte. Und zwar war da ein General, der war bei einem Manöver mit seinem Pferd unterwegs. Und der ritt durch den Wald und dann blieb der mit seinem Rockzipfel an einem Baum hängen und dann riss sich so ein Winkel von einem Rock ab. Und dann kam er dann so ins Quartier geritten und dann saßen da so ein paar müde Soldaten von der Schlacht schon zurückgekehrt. Und er hält mit dem Pferd an und da ruft zu ihnen rüber, ist unter euch ein Schneider? Und dann kommt einer hervorgeflitzt und meldet sich zum Rapport und sagt zu ihm, Herr General, ich bin Schneider. Und dann sagt der General zu ihm, okay, alles klar, wir treffen uns gleich da vorne in der Gaststätte zum Lamm und dann kümmerst du dich um meinen Rock und pflickst den. Und dann sagt der Soldat, das kann ich nicht. Und dann sagt der General irritiert, hä, du bist doch Schneider. Und sagt er, Entschuldigung, Herr General, ich heiße Schneider, aber ich bin kein Schneider. Ja. Das könnte man jetzt in ähnlicher Weise fortführen. Ja, es gibt manche, die heißen mit Nachnamen Müller, vielleicht auch jemand von euch. Meine eigene Schwiegerfamilie hat den Nachnamen Schuhmacher, aber das sind keine Schuhmacher, die heißen nur so.
Und warum erzähle ich euch das? Ich glaube, dass in dieser Thematik, in der wir uns heute Abend bewegen, auch das durchaus sein kann. Man heißt Christ, aber man ist gar kein Christ. Man ist ein Fake, man ist eine, in dem Sinne, Mogelpackung, weil nicht überall da, wo Christ draufsteht, ist auch Christ drin. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, das ist ja schon mal eine ziemlich steile These. Aber ich sage euch einfach, Jesus Christus hat das selbst einmal gesagt. Ich lese euch vor aus Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann sagt Jesus, dann werde ich ihnen erklären, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Jesus sagt, ich kenne euch nicht, ich habe keine Beziehung zu euch. Ihr nennt mich zwar Herr, aber ihr tut überhaupt nicht den Willen des Vaters. Eine andere Bibelstelle in Offenbarung 3, da steht, da sagt der Geist Gottes zu Menschen, die auch einen christlichen Anstrich hatten, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und du bist tot. Also sie haben den Namen, Leben zu haben, aber sie sind in Wirklichkeit ein Fake. Sie leben nicht, sie sind tot. Da ist kein Leben aus Gott, da ist keine Beziehung zu Gott. Und das kann auch in unserem Land, im Hinterland hier der Fall sein. Ich weiß nicht, ob das bei dir der Fall ist. Ich möchte dir das auch, bitte versteh mich nicht falsch, ich möchte dir das nicht unterstellen. Ich möchte einfach nur an einer Stelle einmal kurz den Finger drauflegen, weil das ernst ist. Jesus sagt hier, weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist ein ewiges, vernichtendes Urteil, was er hier trifft. Und deswegen möchte ich einfach, dass du mit mir so ein bisschen mal in die Thematik reingehst. Was ist eigentlich Christsein? Vielleicht bist du jetzt hier und denkst, ich will überhaupt nichts mit Gott und mit Christ zu tun. Ich habe hier nur gerade eine Gefälligkeitsleistung gegenüber meinem Nachbarn am Laufen. Aber eigentlich ist das Christentum verantwortlich für ganz viel Unfrieden und Kriege und Schaden hier auf dieser Erde. Vielleicht ist das dein Gedankengang und ich kann den echt nachvollziehen. Das möchte ich dir einfach sagen, weil wenn man mal so zurückschaut in die Geschichte, die Kreuzzüge, die im Namen Gottes getan worden sind, Zwangsmissionierung, die haben ganz viel Erde verbrannt, wo Christsein in Verruf geraten ist. Oder auch wenn wir in die jüngere Vergangenheit reingucken, Schutzbefohlene werden sexuell missbraucht von Menschen, die sich mit Gott irgendwie besonders verbunden sehen und dieses Etikett haben. Wenn das vielleicht ein Grund ist zu sagen, nee, mit denen will ich nichts zu tun haben, dann kann ich dich verstehen. Ich möchte dir aber sagen, gerade weil es Fake-Christen gibt, weil es Pseudo-Bodenpersonal Gottes gibt, heißt das noch lange nicht, dass deswegen Gott nicht existiert oder dass es bei ihm nichts Gutes zu finden gibt. Ich möchte dir heute den wahren Gott vorstellen und die, die wirklich echt aus Gott sind. Und darum geht es mir heute Abend. Ja. Wer den Willen des Vaters tut, hat Jesus gesagt, den kenne ich. Und jemand, der ein Kind sexuell missbraucht, meint ihr, dass das nach dem Willen von Gott, dem Vater, gewesen ist? Oder diese ganzen Kreuzzüge, wo Menschen umgebracht worden sind, meint ihr, dass das nach dem Willen Gottes, des Vaters, gewesen ist, der gesagt hat, du sollst nicht töten? Also lasst uns zurückgehen zum Wort Gottes und anhand des Wortes Gottes beurteilen, wie er Dinge sieht und nicht uns unsere eigenen Gedanken machen. Und dafür möchte ich einfach heute Abend einladen, mit mir mitzugehen. Vielleicht bist du heute Abend aber auch hier und sagst, ich will mit Christentum eigentlich nichts zu tun haben, weil ich habe schreckliches Leid in meinem Leben erfahren. Auch mit solchen Leuten habe ich schon gesprochen und das ist wirklich auch herausfordernd. Wenn du jetzt hier bist und in solch einer notvollen Situation bist, dann möchte ich dir sagen, das Leid, was du erlebst, ist nicht etwas, was Gott aktiv über dich bringen wollte, sondern was das Ergebnis davon ist, dass wir in einer Welt leben, die kaputt ist, wo wir was kaputt gemacht haben und Gott es letztendlich zulässt, dass dieses, was wir kaputt gemacht haben, jetzt uns selbst Not macht. Und das Schöne ist aber, Gott ist so groß, dass er manchmal sogar Notsituationen in unserem Leben gebrauchen möchte, damit wir beschenkt und gesegnet werden.
Es gab mal einen König in Israel, der hatte von Gott die Aussage bekommen, du wirst sterben. Und er hat mit Gott im Gebet gerungen und er geht durch eine Leidenszeit durch, er wird von Gott geheilt. Und er sagt dann nachher im Rückblick auf diese Zeit des Leidens, siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid. Du zogst liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube. Und vielleicht ist das auch etwas, was heute in deinem Leben Gott zulässt, damit du nicht über den verpassten Urlaub oder die verpasste schöne Lebenszeit im Rentenalter haderst mit Gott, sondern dir bewusst macht, Gott interessiert sich für deine Seele und deine Ewigkeit und lässt vielleicht gerade deswegen dieses Leid zu, weil du ohne dieses Leid nicht für diese Botschaft empfänglich gewesen wärst. Meine eigene Mutter musste mit 15 Jahren, als ich mit 15 Jahren noch zu Hause wohnte, in eine Klinik, geschlossene Anstalt, weil sie so fix und fertig nervenkrank war. Hat Gott zugelassen, aber ich darf euch bezeugen, dass das ganz viel Gutes in dem Leben unserer Familie hervorgerufen hat. Gott nutzt sogar Leid, der ist so groß, dass er daraus Gutes hervorgehen lässt, auch wenn die Sache als solches nicht gut ist. Das werden wir auch gleich noch bezogen auf uns ganz persönlich und die Beziehung zu Gott sehen. Vielleicht bist du jetzt aber auch hier und denkst, okay, ich bin jetzt gekommen und mir geht es um Christentum und bei mir ist eigentlich alles easy. Ich habe doch bereits eine Beziehung zu Gott. Vielleicht denkst du, ich bin doch Mitglied in der Kirche. Hier, keine Ahnung, FEG, katholische oder eher evangelische Kirche vielleicht, ist doch alles easy. Ich bezahle auch meine Kirchensteuer, ich bin doch auch getauft, ich habe mich doch auch konfirmieren lassen. Vielleicht ist das ein Gedankengang, der dich jetzt gerade beschäftigt, ist doch alles easy. Ich will das nicht kleinreden, aber wir müssen das trotzdem hinterfragen aus der Bibel heraus. Und es hatte mal ein Prediger gesagt, von allen Lügen, welche Millionen zur Hölle geschleppt haben, betrachte ich diese als eine der schlimmsten, dass es Menschen gibt, welche darauf schwören, dass die Taufe die Seele rettet. Es gibt Tausende von Menschen, welche glauben, dass sie in den Himmel gehen werden, weil sie als kleine Kinder besprengt und anschließend konfirmiert worden sind und dann das Abendmahl empfangen haben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum hat das dieser Prediger gesagt? Wisst ihr, der kannte die Bibel. Und die Frage an dich ist, kennst du die Bibel? Wir erliegen so schnell irgendwelchen frommen Täuschungen und wir reden uns dann ein, ja, weil ich ja da Mitglied bin und weil ich regelmäßig sonntags zum Weihnachtsgottesdienst gehe, weil ich mich da unter engagiere, ist ja alles gut. Aber die Bibel sagt was anderes. Deswegen meine Frage, kennst du überhaupt das, was die Bibel dazu sagt? Und wenn nicht, dann ist es nicht schlimm, denn du bist heute Abend hier und ich möchte dir das einfach nochmal sagen. Ich möchte es dir einfach in Liebe nochmal sagen, weil das so wichtig ist. Was aber auch schlimm ist, dass es Christen gibt, die mit einer Doppelmoral unterwegs sind. Ich kenne dich jetzt auch nicht und ich möchte auch nicht mit dem Finger auf dich zeigen, aber ich sehe eine Entwicklung in der Christenheit, die ist besorgniserregend, wenn man sich einmal anschaut, was sind Gottes Moralvorstellungen und wie sieht das Verhalten von denen aus, die sich Christen nennen. Häufig wird in der Kirche gerne das Vaterunser gebetet. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Und Menschen, viele beten das einfach mit. Und das ist auch grundsätzlich gut. Das ist ein gutes Gebet. Da geht es um wichtige Wünsche, wichtige Bitten, die man Gott gegenüber bringt. Aber ist das wirklich, wenn das gebetet wird, und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch regelmäßig in der Kirche betest, ist das wirklich ein Gebet, was von Herzen kommt? Vater im Himmel, die Anerkennung der Größe Gottes, ist das in deinem Leben da? Geheiligt werde dein Name, suchst du dann, wenn du das betest, wirklich in deinem Leben Gottes Ehre? Dein Wille geschehe? Fragst du wirklich nach dem Willen Gottes in deinem Leben? Stell dir das mal vor, in der Beziehung zwischen dir und deinem Kind, das würde so reden, ja Papa, dein Wille geschehe und deine Interessen werden erfüllt. Und dann siehst du dein Kind die ganze Zeit, wie es genau das Gegenteil macht. Aber so sind wir häufig, so sind wir häufig. Ja. Wir denken uns, ja Beziehung, Sexualität, das leben wir so, wie wir das gerne wollen. Aber Gott sagt, das ist eine Sache für Mann und Frau in einer Ehe, lebenslänglich. Warum? Weil er weiß, dieser Schutzraum ist so nötig. Der muss sein, damit das Zerbrechliche nicht kaputt geht. Und wir meinen, nö, geht schon anders. Dein Wille geschehe?
Alkohol, alles easy, hat Gott uns zum Genuss gegeben, ist ein Segen, wenn man ihn in Maßen zu sich nimmt, zur Freude. Aber Missbrauch ist etwas, was Gott verurteilt. Und diese Doppelmoral, die haben wir doch irgendwie häufig drin. Und ich möchte das noch ein bisschen einfach zeigen, weil wir ganz schnell in diesen Täuschungen unterwegs sein können und dann verlassen wir den sicheren Boden des Wortes Gottes und meinen vielleicht, wir haben eine Beziehung zu Gott, aber unser Leben spricht eine ganz andere Sprache. Und die Frage ist, ist es wirklich so, dass ich auf seiner Seite bin und in einer Beziehung zu ihm lebe? Oder mache ich so ein bisschen mein eigenes Ding und gebe mich aber damit zufrieden oder rede mir ein, ist es ja alles easy mit Gott. Und Gott ist an der Stelle sehr, sehr genau. Er sagt, der Mensch sieht auf das Herz, der Mensch sieht auf das, was äußerlich zu sehen ist, aber Gott sieht auf das Herz. Er sieht dein Herz und er sieht alles das, was du vielleicht vor anderen versteckst. Ich habe in der letzten Woche einen Vers gelesen, der hat mich echt auch voll gepackt. Da ist von Menschen die Rede, die hatten auch dem Anschein nach eine Beziehung zu Gott und Gott hat besondere Tage, die ihm wichtig sind, wie auch zum Beispiel den Sonntag. Damals war das in der Zeit noch der Sabbat und dann war bei denen so, wenn dann endlich die Zeit vorbei ist, dass wir wieder in Alltag ins Geschäft gehen können, dann verkaufen wir unser Getreide. Und die sahen sozusagen den Moment, wo eigentlich der Tag zur Anbetung Gottes gedacht war, wie so eine Unterbrechung, die leidvoll zwischen sie und ihre Geschäfte gekommen ist. Und Gott sagt, ey, das mag ich nicht, diese Herzenshaltung. So tief geht Gott rein. Er sagt in Amos 8, Vers 8, wenn ich all ihre Werke jemals vergessen werde. Gott merkt sich das. Auch was in deinem und meinem Herzen passiert. Und er wird das richten. Und jetzt denkst du, richten? Hallo? Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Ja, das ist er. Ich habe heute Morgen interessanterweise in meiner Bibellese in 1. Mose 18 gelesen. Da sagt Abraham zu Gott im Gespräch, ein Mann Gottes, ein Freund Gottes, sollte der Richter der ganzen Erde nicht richten? Doch, er richtet jeden. Mich, dich, Gott richtet. Gott sorgt für Gerechtigkeit. Gott sorgt dafür, dass Gerechtigkeit siegt. Das ist eine gute Eigenschaft Gottes. Und jetzt nähern wir uns so langsam dieser Frage, worauf kommt es denn dann im Christentum an? Und vielleicht denkst du dir, hä, was hat das jetzt mit Gericht und so zu tun? Ich möchte es dir einfach versuchen zu erklären. Wir nähern uns jetzt so langsam der Frage aller Fragen in der Beziehung zwischen uns und Gott. Und die Bibel, die gibt uns ausführlich Antwort darüber. Gott hat uns im Neuen Testament einen ganzen Brief hinterlassen, den Römerbrief, den Paulus geschrieben hat, um uns zu zeigen, wie wir dieses Problem des Gerichts Gottes hinter uns lassen können, wie wir sozusagen vor Gott gerecht werden können. Und da möchte ich euch einfach mal in diese entscheidende Frage, die Martin Luther schon damals sehr beschäftigt hat und zermartert hat, da möchte ich euch mit reinnehmen. Und das heißt, wir gehen jetzt ein wenig mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch den Römerbrief. Und das ist gar nicht so schwer, wir machen jetzt also keine hochtrabende Bibelexegese, weil Gott da ein Bild benutzt, was uns sehr bekannt ist, nämlich eine Gerichtsszenerie. Und das kennen wir aus Fernsehsendungen, vielleicht bist du mal selbst als Zeuge irgendwo für eine Aussage zu Gericht gewesen. Und Gott beschreibt in diesem Römerbrief einen Gerichtssaal. Und da sitzen wir alle drin. Alle. Du und ich, Putin, Angela Merkel, Udo Scholz, die Leute, die sich in Davos getroffen haben. Alle sitzen in diesem Gerichtssaal drin. Als Angeklagte. Und dann gibt es den Richter, Gott. Und dann gibt es einen Ankläger. Und alle Personengruppen werden sich, guckt Gott sich an. Und Gott macht in diesem Römerbrief klar, dass sein Zorn, das hört sich auch hart an, aber Gott sagt es, dass sein Zorn sich offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und dann sagt er zum Beispiel, da sind Menschen, die meinen, dass es keinen Schöpfer gibt, aber sie sehen ihn jeden Tag, sie sehen seine ewige Kraft, seine Göttlichkeit in dem Gemachten und deswegen sind sie ohne Entschuldigung. Das heißt, die Leute, die im Gerichtssaal sitzen und denken, es gibt gar keinen Gott, die vielleicht meinen, dass sie als Atheisten durchkommen, denen sagt Gott, ey, pass mal auf,
Du siehst mich jeden Tag in der Schöpfung. Ich habe die gemacht. Und dich habe ich auch gemacht. Du bist mein Geschöpf. Und du unterdrückst diese Wahrheit, obwohl du eigentlich durch die Schöpfung siehst, dass es einen Schöpfer gibt. Das sind Sachen im Gerichtssaal, die passieren. Und dann geht er im Gericht, dieser Richter geht so verschiedene, durch den Ankläger verschiedene Sünden durch, die Verfehlungen darstellen gegenüber den Moralvorstellungen Gottes. Da ist davon die Rede, dass Menschen durch Habsucht und durch Bosheit sich schuldig gemacht haben vor Gott. Ja, die Gerichtsakten werden aufgeschlagen von jedem Menschen. Bei dir steht was anderes drin als bei mir. Jetzt mal, wenn wir in diesem Bild bleiben. Aber jeder hat da seine Sachen drin stehen. Dann ist von Gewalttätern die Rede, von Hochmütigen, von denen, die ohne natürliche Liebe sind oder unbarmherzig, Prahler, solche, die neiden, die morden, die streiten, die einfach mies unterwegs sind. Und Gott sagt, ihr seid schuldig, wegen all dieser Dinge. Und dann wendet er sich einer anderen Personengruppe zu. Das sind die Moralisten, die andere richten und immer so mit der Nase so rümpfen, ja, guck mal da, was der sich schon wieder erlaubt hat, da hängt er wieder im Suff und so und kriegt es nicht gebacken, schon wieder die dritte Frau. Und die einfach so ein bisschen in ihrem, sonnen sich so ein bisschen in ihrer Moral. Aber Gott sagt, okay, alles klar, du, der du den anderen richtest, du tust doch auch dasselbe. Vielleicht nicht an der Stelle, aber an einer anderen. Und er weist ihnen ihre Schuldigkeit nach, den Moralisten. Und dann kommen da die Frommen, die Religiösen rein und auch denen sagt Gott, ihr seid alle schuldig, alle schuldig. Und das große Fazit in diesem Gerichtssaal lautet, alle haben gesündigt, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, kein Gerechter, keiner, ein vernichtendes Urteil. Wir sitzen alle im selben Boot, jeder von uns erhält dieses Urteil, kein Gerechter. Alle haben versagt, alle haben an der einen oder anderen Stelle Gottes Moralvorstellung gebrochen. Und wenn du ein wenig ehrlich zu dir selbst bist, dann wirst du sagen, ja, das stimmt, ich war schon mal neidisch, ich habe schon mal jemanden gehasst. Ich war meinen Eltern gegenüber ungehorsam. Wenn du ein wenig ehrlich bist und wisst ihr, wir könnten jetzt ja denken, das sind Bagatellen, aber wir haben hier von Neid gelesen. Gott überführt Neid in seinem Gerichtssaal. Das ist für Gott keine Bagatelle, weil Gott nicht missgünstig ist. Versteht ihr? Und jetzt ist es so, auch wenn du jetzt noch rebellierst innerlich, wenn du einmal vor Gott stehen wirst, werden jede Frage, wird jede Rebellion in deinem Herzen vorbei sein. Du wirst auf 1000 Fragen, die du hast, Gott wird dir auf 1000 Fragen, die du hast, eine Antwort geben können und deine Anklage an ihn wird ein Ende finden. Und jetzt könnte man ja meinen, okay, alle sind überführt, Putin muss dran glauben, Merkel muss dran glauben, aber Mirko muss auch dran glauben. Wir müssen alle dran glauben. Alle müssen wir dran glauben. Keiner kommt in den Himmel. Und das sagt dieser Römerbrief auch, ja. Alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir reichen nicht da heran, wir kommen auch nicht in die Himmelssphäre hinein. Das ist eigentlich das, was am Ende dieser Gerichtsszenerie, als die Anklage verlesen wurde, dabei rauskommt. Und das Krasse ist, wenn man im Römerbrief weiterliest, dann steht da auf einmal, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Hä? Was? Ich lese noch weiter. Römer 8, also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hä, wie geht das? Frieden mit Gott? Keine Verdammnis? Der Gerichtssaal ist eigentlich still. Alle beugen sich unter das Urteil Gottes. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage. Und auf einmal erhebt sich eine Menschengruppe, die sagt, Frieden mit Gott. Gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus. Keine Verdammnis, weil ich in Christus bin. Und wisst ihr, das ist der Unterschied zwischen der einen Menschengruppe und der anderen Menschengruppe. Das ist nämlich nicht ein Automatismus, der allen zugedacht wird, sondern der hat was mit einer persönlichen Beziehung zu Gott und einer Entscheidung für Gott zu tun. Und das möchte ich euch ein wenig klar machen, weil ihr vielleicht jetzt denkt, ja, was meint er denn jetzt genau? Ich lese euch einen Vers aus Römer 3, Vers 24 vor, da steht, sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Umsonst gerechtfertigt, du musst nichts tun, um vor Gott gerecht gesprochen zu werden.
Und jetzt ist hier von einer Person die Rede. Christus Jesus und seine Erlösung. Und ich möchte dich jetzt einfach mitnehmen zu diesem wunderbaren Herrn und zu seinem wunderbaren Werk. Denn vor 2000 Jahren war Gott in der Person seines Sohnes Jesus Christus auf dieser Erde. Und er war der einzige Gerechte. Im Gegensatz zu uns hat er nie was Falsches getan, nie was Falsches gedacht, nie was Falsches gesagt. Er war perfekt, er war vollkommen, er war so, wie Gott sich das gedacht hat, wie wir Menschen zu sein haben. Und er lebt ein Leben und endet am Kreuz. Das hinter mir steht jetzt nicht, aber er endet an einem Kreuz und hängt dort und wird aufs Übelste von seinen eigenen Geschöpfen misshandelt. Und dann, in einer Zeit, wo es finster wurde auf dieser Erde, ruft er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Moment, der ist so entscheidend, auch für diesen Gerichtssaalszenen, in der wir alle drin sind, weil in dem Moment, als er das ausruft, Jesus Christus leidet, gestraft wird für fremde Schuld, gestraft wird für meine Sünden, für meinen Neid, für all das Schlechte, was ich verbockt habe. Die Strafe zu meinem Frieden lag auf Jesus. Gottes Zorn, der eigentlich mich hätte zermalmen müssen, wie eine Atombombe, die in mir explodiert, hat ihn getroffen. 3 Stunden lang hat Jesus Christus gelitten. Gott gefiel es, Jesus, seinen Sohn, zu zerschlagen. Er hat Jesus leiden lassen. Warum? Weil Gott gerecht ist und weil Gott Sünde strafen muss. Und er hat sich überlegt, ich liebe mein Geschöpf und ich will nicht strafen. Ich will dich nicht strafen. Und weil ich dich so sehr liebe, überlege ich mir einen Plan, dass ich einerseits gerecht bin, aber andererseits die Möglichkeit gebe, dass ich ungerechten Menschen vergeben und Gerechtigkeit zusprechen kann. Und deswegen Jesus. Jesus hält den Kopf hin für dich am Kreuz und übernimmt dein Gericht. Am Kreuz hat Jesus fremde Schuld auf sich genommen. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Das ist passiert vor 2000 Jahren, perfekt dokumentiert, auch von außerbiblischen Geschichtsschreibern. Das ist passiert. Und nach 3 Stunden ist Jesus freiwillig in den Tod gegangen und nach 3 Tagen ist er wieder auferstanden und lebt. Bezeugt von vielen, die ihn gesehen haben danach. Und jetzt zurück in den Gerichtssaal. Paulus sagt, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wie bekommen wir Frieden mit Gott? Aus Glauben. Das Einzige, was Gott von dir möchte, ist, dass du sagst, das glaube ich. Ich glaube das, dass das für mich ganz persönlich passiert ist. Nicht so nach dem Motto, ja, ich glaube das, wie ich weiß, dass morgen früh die Sonne aufgeht, sondern ich mache mir bewusst, okay, da hat jemand für mich den Kopf hingehalten. Da ist jemand für mich von Gott gestraft worden. Das glaube ich. Wie jemand, der bereit war, meine Schulden beim Finanzamt von 50.000 Euro zu übernehmen, damit ich sie nicht selbst zahlen muss. Das glaube ich. Das erwartet Gott von dir, dass das einfach in deinem Herzen und in deinem Kopf passiert, dass du sagst, ich glaube, dass der Sohn Gottes, Jesus Christus, für mich, für meine ganzen Sünden, für meinen ganzen Dreck am Kreuz von Gott gerechterweise gestraft wurde. Das möchte, dass Gott das in dir bewirkt. Aber wie genau passiert das? Weil es gibt leider auch einen Glauben, wo man etwas für wahr hält, aber da ist trotzdem nichts passiert. Die Dämonen glauben und zittern. Der Teufel weiß auch um die Identität von Jesus. Aber der wird nicht im Himmel sein. Genauso wenig wie die Dämonen. Ich erzähle euch eine Geschichte, um deutlich zu machen, welche Herzenshaltung Gott bei dir sehen möchte. Da waren 2 Menschen in der Zeit, als Jesus lebte. Und sie kommen zum Tempel, dem damaligen Ort der Anbetung der Juden, wo sie Gott nahen wollten. Und dann ist da ein Mann, ein Pharisäer, und er kommt in die Gegenwart Gottes, könnte man sagen.
und betet bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Da war nämlich noch jemand, der bekannt war dafür, dass er krumme Dinge gedreht hat. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Also der plustert sich so richtig vor Gott auf und zeigt so seine ganze Selbstgerechtigkeit. Diese Person beschreibt Jesus hier in dieser Geschichte. Und dann kommt der Zöllner. Der Zöllner aber von fern stehend wollte nicht einmal die Augen erheben zum Himmel. Der schlägt sich auf die Brust und spricht: O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und dann sagt Jesus: Dieser, der Zöllner, der den Dreck am Stecken hat, der ging gerechtfertigt hinab in sein Haus vor jenem. Und das möchte Jesus in deinem Herzen sehen. Dass du dir an die Brust schlägst, mach's mal im Bild, ja, und wirklich mal auch irgendwie empfindest: Ja, ich muss anerkennen, meine ganzen Sünden, das ist nicht vor Gott in Ordnung gewesen und er muss sie gerechterweise strafen. Aber dass du dann einfach dir bewusst bist: Okay, ja, Jesus hat das ja alles geklärt. Ich brauche mich nicht mehr vor Gott zu fürchten, wenn ich Jesus anerkenne als meinen Stellvertreter im Gericht über meine Sünden. Jesus hat einmal gesagt: Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Und dieser Zöllner, der hat Buße getan. Der ist umgedreht, der ist von Gott weggelaufen, erkennt seine Schuldhaftigkeit an, dreht um, läuft zu Gott, Gott bereut seine Sünden und Gott sieht das Herz dieses Zöllners an und sagt: Das ist das Herz, das zerbrochen und reumütig ist. Und das macht mir Freude. Und der andere, der ging in seiner Selbstgerechtigkeit davon. Sollte er so vor Gottes Gericht einmal erscheinen, wird Gott ihn selbst strafen müssen. Und jetzt möchte ich dir einfach deutlich machen: Dieses Herz, das brauchst du, dass du einfach mal, du musst jetzt nicht tränenüberströmt vor Gott auf die Knie gehen und weinen. Das ist immer eine sehr unterschiedliche persönliche Geschichte. Es gibt auch kein Schema F. Aber wichtig ist, dass etwas aufrichtig in deinem Herzen geschieht, dass du anerkennst: Ja, Gott ist gerecht und ich bin ungerecht. Ich habe Strafe verdient und das heißt ewig Verdammnis. Aber ich anerkenne Gottes Lösungsweg für mich aus Liebe. Ich anerkenne Jesus Christus als meinen Stellvertreter, der bereits im Gericht Gottes für mich gewesen ist. Und das kannst du tun. Hier, jetzt gerade in diesen Augenblicken, für dich persönlich, im Gebet, im Zwiegespräch mit Gott, weil er dich sieht und hört. Das kannst du gleich tun. Aber du solltest es tun, weil es ist die einzige Möglichkeit, aus der Nummer im Gerichtssaal rauszukommen, aufzustehen. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wenn du das tust, dann bist du in Christus sicher und Gott wird dich nicht mehr strafen, weil er sieht: Ach ja, der ist mit meinem Sohn verbunden. Und weil ich ihn, Jesus, gestraft habe, kann ich nicht nochmal diese andere Person, die eigentlich ungerecht ist, strafen. Das wäre ja nicht fair. Zweimal strafen für eine Sache geht nicht. Und in Christus ist keine Verdammnis. Und das ist die einzige Möglichkeit, aus der Nummer rauszukommen und von Gott gerecht gesprochen zu werden und Frieden mit Gott zu schließen, dass Gott zum Vater wird und zu demjenigen, der einem Gutes hier in dem Leben, aber auch in der Ewigkeit tut. Und vielleicht denkst du jetzt: Das ist ja jetzt ziemlich easy. Manche können nicht mit ihrem Stolz brechen. Manchmal steht uns der Stolz im Weg. Und ich möchte dich einfach ermutigen: Dem Demütigen gibt Gott Gnade. Deck doch einfach mal vor Gott auf, er sieht es doch sowieso. Und weißt du, für ihn ist Sünde kein Problem mehr, wenn du kommst. Wir haben das gerade in dem Lied gehört. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, weil es jemanden gibt, der bereits alles abbezahlt hat, was du dir hast zu Schulden kommen lassen. Und ich möchte dir am Ende meiner Ansprache einfach zwei Verse von Jesus selbst zurufen, die dich ermutigen sollen zu kommen. Jesus hat einmal gesagt in Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Vielleicht zweifelst du noch und denkst: Ja, wenn ich jetzt komme wegen meiner kleinen Bagatellsünden, denk noch mal drüber nach. Alles,
hat Gott vor sich und eine einzige Sünde in deinem Leben hätte dich für die Hölle qualifiziert. Aber vielleicht denkst du auch eher so, nee, meine Sünden sind zu viel. Ich hab zu viel gemacht. Gott wird mir nicht mehr vergeben. Da sind solche Sachen gelaufen. Niemals wird Gott in irgendeiner Art und Weise mir noch Vergebung zusprechen. Und da möchte ich dir einfach sagen, Jesus sagt was anderes. Er sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dieses Nicht, das ist im Griechischen so formuliert, dass er einfach deutlich macht, nein, außer Frage ist das, dass ich dich abweisen würde. Komm zu mir, ich stoße dich nicht hinaus, ich nehme dich auf. Und er sagt ein paar Verse vorher, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Jesus sagt hier auch noch, ich nehme dich auf, wenn du zu mir kommst und deine Sünden bekennst. Und was ich auch mache, ich gebe dir etwas von mir, was dich satt macht, dass du nicht mehr hungerst und dass du nicht mehr dürstest. Wisst ihr nämlich, ohne diese Umkehr zu Gott und den Glauben an Jesus, lebst du ein Leben, das kannst du in eine Tonne kloppen. Du läufst die ganze Zeit irgendwelchen Sachen hinterher, von denen du denkst, dass sie dir Erfüllung bringen, aber du wirst immer wieder reingelegt, weil der Teufel dahinter steckt, der dir meint, abseits von Gott, da ist Erfüllung. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Komm zu mir. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott als nur durch mich. Und ich möchte dich einfach heute Abend einladen, dass du zu Gott umkehrst, dass du deine Sünden aufrichtig bekennst und dass du an Jesus glaubst und dass du dann die Realität dieser Verse erfährst in deinem eigenen Leben. Also ist es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Und da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Hast du Frieden mit Gott? Du glaubst und Gott schreibt dir das Werk von Jesus Christus zu. Er macht dich zu einem Gerechten. Und dann darfst du einmal vor Gott stehen und er lässt dich rein, nicht wegen deiner eigenen Selbstgerechtigkeit, sondern weil er sieht, du trägst das, was Gott dir an Gerechtigkeit über Jesus und sein Opfer gegeben hat. Und das kann jeder Mensch, unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, und muss jeder Mensch, unabhängig von Kirchenzugehörigkeit, bekommen. Sonst ist es schlecht um uns bestellt. Deswegen lade ich dich ein, heute Abend einfach zu kommen. Die Bibel sagt, heute ist der Tag des Heils. Wenn du merkst, dass Gott jetzt in diesen Augenblicken zu dir redet, dann mach nicht zu, sondern lass es zu, dass er dich zieht, weil er es gut mit dir meint. Denk nicht, ja, okay, in einer Woche, wenn mein Urlaub vorbei ist. Du weißt nicht, ob du nächste Woche noch lebst. Heute, wenn du seine Stimme hörst, wenn Jesus jetzt an deiner Herzenstür steht und klopft, dann mach auf. Vor dir steht jemand, der bringt dir nicht nur einen Sechser im Lotto, der bringt dir die Ewigkeit in der Herrlichkeit des Himmels. Mach auf, alles andere wäre fatal. Komm, ich lade dich einfach ein, komm zu dem Heiland, komm zu Jesus, komm noch heute. Morgen kann es zu spät sein, aber heute ist der Tag des Heils. Heute kannst du Rettung erhalten, heute kannst du erleben, wie deine Sündenschuld wie ein Ballast von dir genommen und abgelegt wird und du frei vor Gott stehst und endlich aufatmen kannst, weil du lebst, weil du mit Gott eine persönliche Beziehung hast, die durch nichts und niemanden wieder kaputt gemacht werden kann. Bitte, komm. Jesus wartet auf dich. Er liebt dich. Und er hat dafür sein Leben gegeben. Größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben lässt für seine Freunde, sagte er einmal zu seinen Jüngern. Jesus ist für uns gestorben, als wir noch Feinde Gottes waren. Aber du kannst heute ein Kind Gottes werden durch den Glauben an Jesus. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wir wollen noch kurz beten und dann singt der Chor noch ein paar Lieder. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Herr Jesus Christus, ich möchte dich einfach von Herzen bitten, dass das, was wir gerade gehört haben aus deinem Wort, dass das was mit uns macht, dass es uns nicht kalt lässt, nicht gleichgültig lässt. Wir haben gerade darüber nachgedacht, dass wir alle schuldig sind, dass wir alle das Gerichtsurteil Gottes verdient haben, ewig verdammt zu werden. Aber wir haben auch gesehen, dass Erlösung möglich ist, wenn wir glauben an dich. Und Herr Jesus, bitte wirke doch diesen Glauben und diese Umkehr zu dir in den Herzen von jedem, der hier ist und der noch nicht sagen kann, dass er in dir vor Gott gerecht steht und Frieden hat. Herr Jesus, das musst du machen. Mach das, Herr Jesus, bitte.
Schenk, dass das Vertrauen zu dir entsteht, dass du gute Absichten hast für dieses Leben und die Ewigkeit. Herr Jesus, danke, dass du dafür alles getan hast, dass das möglich ist. Und du hast nicht irgendwie nur Geld bezahlt, du hast dein Leben als Lösegeld für uns bezahlt. Du bist gestorben und warst vorher in Gottes Gericht, was eigentlich wir alle hätten abbekommen müssen. Herr Jesus, bitte öffne doch dafür die Augen, dass wir das sehen, dass wir das wertschätzen, dass wir dahin wollen, das zu bekommen als etwas, was ewig Grund unserer Freude und Anbetung sein wird. Bitte, Herr Jesus, mach das einfach heute Abend, dass du den Himmel voll machst und dass du dem Teufel, der das Gegenteil will, einfach die Seelen entreißt, die dir gehören, Herr, in Ewigkeit. Auch hier in Holzhausen im Hinterland, Herr, schenk doch, dass wirklich Christen da sind, die nicht nur so heißen, sondern die echt sind, weil sie dich kennen, weil du sie kennst und weil sie dir folgen möchten. Darum bitte ich dich. Amen.